Dann sind sie zu den Leuten von Al-Quds gegangen, da haben sie den Schlüssel bekommen. Und Umar radiallahu kam auf ein Barakallahu Reittier und er hat nur einen einzigen Diener dabei gehabt. Und wie hat er Umar gemacht? Eine Weile reitet der Diener und eine Weile Umar. Und das war die Phase von Reiten von seinem Diener, nicht Umar. Und dann kamen sie an ein Wasser, Barakallahu fikum, Pfütze. Und hier Umar, was hat er gemacht? Er hat seine Sandalen ausgezogen und er hat die Sandalen auf seinen Hals getan. Und die Sahabe sehen das. Die haben gesagt: Oh, Fürst der Gläubigen, Amir al-Mu'minin, das geht nicht. Der hat gesagt, hätte, aber Ubaidah sagte das ihm. Er sagt, hätte ein anderer das gesagt und hätten andere das mir erzählt, dann hätte ich euch gezeigt, was ich mit euch mache. Wir waren die Minderwertigsten und die Schwächsten. Und Allah subhanahu hat uns diese Gabe gegeben. Das ist der Islam. Wenn ihr die Ehre sucht, außer im Islam, dann wird Allah subhanahu wa euch immer erniedrigen. Und als die Leute, die Rabbiner und die Mönche gesehen haben, dass dieser Mann gekommen ist, dann haben sie gesagt, das ist die Beschreibung von diesem Mann. Und die haben ihm Schlüssel von Al-Quds gegeben und so wurde Al-Quds befreit. Und dazu, Barakallahu fikum, Umar wollte beten in der Kirche, aber dann sagte Umar nein. Und dann ist er draußen, hat er einen Platz genommen und dort hat er gebetet. Und später hat man eine Moschee gebaut und diese Moschee heißt bis heute Al-Masjid al-Umari. Der hat es nicht eng. Und er hat einen Vertrag mit den Leuten von Al-Quds gemacht, Ridwanullah alayhi. Und dann lebten die Christen und die Juden unter den Muslimen in Al-Quds und das war friedlich unter der Leitung der Muslime. Diese vielen Jahre von 636 ja, bis 300, 400 Jahre später haben die Muslime und die Christen und die Juden zusammengelebt, bis die Kreuzritter kamen. Und die haben die Muslime getötet, geschlachtet, abgeschlachtet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.